Einer der größten Börsengänge aller Zeiten steht bevor. Es ist der Börsengang der Ant Group, die den Bezahldienst Alipay betreibt. Und es gibt einige Aktien, die schon im Vorfeld davon profitieren, und zwar nicht nur die Alibaba Group. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es gibt wieder einen Börsengang der Superlative. Die Ant Group geht an die Börse. Kann zwar noch ein paar Monate dauern, aber wir haben jetzt neue spannende Details. Unter anderem wissen wir jetzt, dass die Ant Group eine Bewertung anstreben wird von mindestens 200 Milliarden Dollar. Und damit wäre das, wenn ihr das gelingt, eines der größten IPOs aller Zeiten. Saudi Aramco war natürlich noch größer letztes Jahr, aber die werden ja leider nur in Saudi-Arabien gehandelt. Vorab noch Dankeschön für die vielen interessanten Diskussionsbeiträge zum letzten Video, als es darum ging, kommt jetzt eher Deflation oder Inflation. Heute der Beitrag ist wahrscheinlich weniger kontrovers, aber ich freue mich natürlich trotzdem auch diesmal über Ihre Kommentare. Und ganz besonders freue ich mich auch über jeden, der sich hier bei meinem Kanal anmeldet. Und dabei dann bitte immer auch gleich auf die Glocke drücken. Dadurch werden Sie benachrichtigt, wenn neue Beiträge von mir da sind. Und auf die Art und Weise sehen wir uns in Zukunft dann vielleicht auch öfter. Ist keine Drohung, ist ein Angebot. Gut. Wer oder was ist die Ant Group? Die Ant Group ist ein chinesischer Finanzkonzern, der entstanden ist im Dunstkreis von Alibaba. Und ich sage ganz bewusst im Dunstkreis. Dazu später noch mehr. Es würde natürlich die Ant Group ohne Alibaba nicht geben. Alibaba, der E-Commerce-Gigant aus China, der hat 2004 Alipay gegründet als Bezahldienst, als sowas ähnliches wie PayPal. Ganz einfach darum, damit die Kunden von Alibaba eben ihre Einkäufe bezahlen können. Und zwar bequem und auch sicher. Das waren ja die jungen, wilden Jahre des chinesischen Internethandels. Und als dann die Smartphones gekommen sind, da hat sich das Ganze dann verselbstständigt, ist sehr stark gewachsen. Alipay ist jetzt in China der große mobile Bezahldienst mit 900 Millionen Nutzern. Also fast jeder erwachsene Chinese nutzt Alipay und die Chinesen zahlen damit auch fast überall und fast alles. Und dadurch, dass die Ant Group aber auch in andere Bezahldienste in anderen Ländern investiert hat, vor allem in Asien, also Indien beispielsweise, Südkorea, Indonesien und so weiter, dadurch hat die Ant Group heute schon 1,3 Milliarden Nutzer. Das ist fast jeder fünfte Bewohner dieser Erde, Tendenz steigend. Und wenn man diese Kunden erstmal hat, dann kann man ihnen natürlich auch viele andere Dienstleistungen anbieten. Versicherungen, Finanzierungen, Geldanlagen, all diese schönen Dinge. Und genau da geht die Reise natürlich auch hin. In China verwaltet die Ant Group jetzt zum Beispiel schon 570 Milliarden Dollar. Das ist eine ungeheure Summe. Und die ausgereichten Konsumkredite oder vermittelten Konsumkredite, die dürften jetzt auch schon so bei 150 bis 200 Milliarden Dollar liegen, umgerechnet. Die Ant Group ist also jetzt schon ein Finanzgigant auch. Und die angestrebte Bewertung, wie gesagt, die liegt ja, soll ja bei 200 Milliarden Dollar liegen. Ist die gerechtfertigt? Wahrscheinlich ja. Weil in der letzten Finanzierungsrunde von 2018, da ist die Ant Group auch schon mit 150 Milliarden Dollar bewertet worden. Dann der letzte Quartalsgewinn, von dem wir wissen, der war bei 2 Milliarden Dollar. Damit hätten wir jetzt im Moment ein KGV von 25. Und das ist in einer Zeit, in der die Anleger ja sowieso besessen sind von dieser Art Plattformgeschäftsmodellen. Da ist dieser Börsenwert wahrscheinlich durchaus erreichbar. Auch PayPal hat einen Börsenwert von ungefähr 200 Milliarden Dollar und dabei ist PayPal deutlich weniger profitabel und ist trotzdem dreimal so hoch bewertet damit wie Goldman Sachs und zehnmal so hoch bewertet wie die Deutsche Bank. Der Börsengang soll stattfinden parallel in Hongkong und in Shanghai.
Das heißt für uns natürlich erstmal, dass es da schwer bis unmöglich ist, bei diesem IPO jetzt direkt mitzumachen. Danach ist die Aktie sicher auch bei uns handelbar, ist aber die Frage, ob man da dann immer gleich direkt nach dem IPO einsteigen sollte, ist natürlich nicht immer der beste Zeitpunkt für sowas, vor allem weil speziell hier auch mit viel Euphorie zu rechnen ist. Aber wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Es gibt aber eben andere Aktien, wie gesagt, die schon vor diesem IPO profitieren. Eine davon ist naheliegenderweise die Alibaba Group. Und als letzte Woche da eben diese Details gemeldet worden sind, dass das Listing zum Beispiel stattfindet in Hongkong und in Shanghai, da ist die Aktie von Alibaba hochgesprungen um 7% auf ein neues Rekordhoch. Hier haben wir den Chart der letzten 5 Jahre in Euro. Die letzten Tage hat die Aktie dann wieder korrigiert ein bisschen, weil Technologiewerte auch allgemein korrigiert haben, auch weil die politischen Spannungen wieder zunehmen. Aber grundsätzlich ist Alibaba eine Aktie, die sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Kommt auch nicht von ungefähr. Das Wachstum ist nach wie vor hoch, die Dominanz ist enorm. Alibaba wickelt nach wie vor über 50% vom chinesischen Internethandel ab. Und im Vergleich zum Beispiel zu Amazon ist Alibaba auch deutlich profitabler. Ich habe die Aktie hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal ja auch schon öfter besprochen. Ich habe sie auch überwiegend positiv besprochen, auch in Zeiten, in denen sie noch deutlich günstiger zu haben war als heute. Und der Börsengang von der Ant Group, dass der für Alibaba auch gut ist, das versteht sich natürlich von selbst. Aber anders als viele glauben, die Ant Group ist nicht einfach eine Tochter von Alibaba. Das stimmt so nicht. Und darum hat es auch viel böses Blut gegeben. Und für die, die sich nicht mal daran erinnern, bevor die jetzige Alibaba Group an die Börse kam, da gab es schon Alibaba.com. Die sind 2012 dann privatisiert worden. Und bei Alibaba.com war Alipay ja auch noch enthalten. Wurde dann aber 2011 ausgegliedert. Unter Protest der übrigen Aktionäre natürlich, weil die genau gewusst haben, was das für ein Asset ist. Der Grund waren damals Regularien für die chinesische Finanzindustrie. Man hat sich dann auf geeinigt auf irgendwelche Umsatz- und Gewinnbeteiligungen, sodass Alibaba noch irgendwie weiter profitiert davon. Und als dann 2014 die neue Alibaba Group an die Börse gegangen ist, da war Ant Financial auch gar nicht mehr drin. Entgegen von dem, was viele Aktionäre heute glauben. Und erst letztes Jahr, da gab es dann so einen gewissen Aktientausch, da sind dann 33% zumindest von der Ant Group eingegliedert worden, wieder per Aktientausch in Alibaba. Dadurch ist es natürlich gut für Alibaba, weil ein Börsenwert von 200 Milliarden Dollar, das würde dann heißen, dass der Anteil der Alibaba Group auch schon 66 Milliarden Dollar wert ist. Wobei bei dem Börsenwert insgesamt, der bei 670 Milliarden Dollar liegt, relativiert sich das dann auch wieder. Ich glaube also durchaus, Alibaba wird von diesem Börsengang der Ant Group weiter profitieren. Ich stehe der Aktie auch grundsätzlich eher positiv gegenüber, weil eben solche Geschäftsmodelle wie Amazon, wie Alibaba, weil das einfach auch das ist, was an der Börse momentan gefragt ist. Man sollte zum aktuellen Kurs vielleicht nur nicht mehr zu optimistisch sein. Also wenn man jetzt neu einsteigen will, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass man eher mal abwartet auf etwas niedrigere Kurse. Aber natürlich gilt auch hier, was immer ich hier sage zu irgendwelchen Aktien, Käufe immer auf eigene Gefahr. Wer könnte noch profitieren? Wer ganz klar gesehen wird als Profiteur von diesem Börsengang der Ant Group, das ist die Aktie von Hong Kong Exchanges and Clearing, die Hongkonger Börse, die selbst börsennotiert ist. Auch hier der Chart 5 Jahre in Euro. Sie kriegen von allen Aktien, die hier jetzt besprochen werden, auch nochmal die Wertpapierkennnummern unter dem Beitrag. Und die Aktie hier sehen wir, die ist ohnehin durchgestartet in den letzten Monaten. Sie ist es auch nicht mehr so billig. Das KGV auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird, das liegt jetzt schon bei 42. Die Aktie war aber noch nie besonders billig. Und dieses Mega-IPO jetzt, der Ant Group, das ist eben für die Anleger ein weiteres Indiz dafür,
wie die Hongkonger Börse an Bedeutung gewinnt. Sie war schon immer eine von den großen Weltbörsen. Sie war früher aber relativ konservativ. Es konnten sich immer nur Unternehmen listen lassen, die schon groß waren und die auch profitabel waren. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Zum Beispiel seit 2018 gibt es ein Biotech-Segment dort auch. Das hat etliche interessante Biotech-Unternehmen auch aus China angezogen, auch wenn die noch nicht profitabel waren. Und dann haben wir natürlich seit einigen Jahren das Stock Connect-Programm zwischen Hongkong und Shanghai. Das heißt, auch chinesische Anleger haben jetzt Zugang zu Hongkong-Aktien und in China ist natürlich enorm viel Kapital da. Und wir haben jetzt die amerikanisch-chinesischen Spannungen und paradoxerweise genau diese Spannungen sind es, durch die jetzt nochmal so ein Extraschub kommt. Nämlich durch die Delisting-Drohungen für chinesische Aktien in den USA, dass die dort in Zukunft delistet werden können. Die Problematik, die kennen Sie aus dem Video, das ich hier gemacht habe Anfang Juni. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, einfach mal ansehen nachher. Und die Folge davon ist, dass viele von den großen chinesischen Konzernen, die in den USA gelistet sind, sich jetzt sicherheitshalber ein Zweitlisting in Hongkong machen. Alibaba ist zum Beispiel jetzt schon da, JD.com auch, NetEase auch und so weiter. Und da werden noch viele andere dazukommen. Und auch das führt der Börse Hongkong jetzt viel neues Geschäft zu. In einer Zeit, in der viele ja den Finanzplatz Hongkong eigentlich für tot erklärt haben, so ein bisschen, also wegen der Proteste und dem Sicherheitsgesetz unter anderem. Und dieser Börsengang der Ant Group jetzt in Hongkong und Shanghai und eben nicht in New York, das ist jetzt auch nochmal ein i-Tüpfelchen. Außerdem gibt es demnächst den Hang Seng Tech Index. Auch der wird viel Aufmerksamkeit kriegen, da bin ich mir sicher. Und insgesamt gehen die Anleger jetzt eben davon aus, dass die Börse Hongkong eine glänzende Zukunft vor sich haben dürfte. Und auch ich würde das im Großen und Ganzen unterschreiben. Wie gesagt, billig ist die Aktie nicht mehr. Wenn man kurzfristig denkt, ist sie wahrscheinlich fair bewertet momentan. Wenn man es eher langfristig sieht, glaube ich, man kann immer wieder noch ein bisschen was dazu kaufen. Es ist eine sehr gute Aktie. So, und jetzt aber noch eine dritte Geschichte, die ich interessant finde, sehr interessant schon seit Jahren. Das ist die China Dongxiang Group. Hier wieder 5 Jahre in Euro. Ist eine Aktie, die seit Jahren immer billiger und noch billiger wird. Aber jetzt sind ein paar Anleger anscheinend aufgewacht und an dem Tag, an dem die Ant Group die Details gemeldet hat für ihren kommenden Börsengang, da ist die Aktie von Dongxiang um mehr als 30% nach oben gesprungen. Dabei hat Dongxiang vordergründig nicht viel zu tun mit der Ant Group. Dongxiang ist eine Sportbekleidungskette. Die wichtigste Marke ist Kappa aus Italien. Kappa kennt man auch hier bei uns. Wobei ich sagen würde, die Marke bei uns war schon mal stärker. Also es ist jetzt zumindest mein persönlicher Eindruck. In China wird Kappa eben von Dongxiang vertrieben. Und die zweite kleinere Marke, das ist die Skibekleidungsmarke Phoenix aus Japan. Auch in China läuft es aber eher mittelprächtig. Dongxiang hat 1500 Filialen, immerhin. Das hat man ein bisschen eingedampft die letzten Jahre. Dadurch sind jetzt aber, also durch diesen Umbau, sind jetzt erstmal die Kosten gestiegen. Es hat belastet. Im letzten Geschäftsjahr 2019-20 ist es ein bisschen besser geworden. Dafür hat dann im letzten Märzquartal natürlich die Coronavirenkrise voll reingehauen. Und dadurch hat man sowohl im vorletzten Geschäftsjahr als auch im letzten Geschäftsjahr jeweils noch einen kleineren Verlust von 8 Millionen Euro umgerechnet. Es gibt aber noch einen zweiten Bereich. Dongxiang hat immer schon ein ordentliches Vermögen gehabt und hat das auch immer gut angelegt. Unter anderem hat Dongxiang auch schon lange ein großes Paket an Alibaba-Aktien und Alibaba-ADRs. Und allein die sind schon 1,7 Milliarden Hongkong-Dollar wert zurzeit. Der gesamte Börsenwert liegt bei 6 Milliarden Hongkong-Dollar. Alles beim Schlusskurs jeweils vom Freitag. Und da können wir jetzt folgende Rechnung aufmachen. Die Alibaba-Aktien, die sind schon mal 1,7 Milliarden Hongkong-Dollar wert.
Sonstige Aktien, die in der Bilanz stehen, 1,1, weitere 1,1 Milliarden Hongkong-Dollar. Und wir haben zusätzlich aber noch Investmentfonds, Private Equity Fonds, Vermögensverwaltungsprodukte, in die Dongxiang investiert ist mit einem bilanzierten Wert von 5 Milliarden Hongkong-Dollar und 1,1 Milliarden Hongkong-Dollar noch Netto-Cash, also abzüglich Schulden. Das heißt, allein Cash und Finanzvermögen haben wir fast 9 Milliarden Hongkong-Dollar, was schon knapp 50% über dem Börsenwert liegt. Und dann kommt natürlich auch noch Immobilien, Inventar, Forderungen und das ganze operative Geschäft natürlich. Das gibt es auch noch umsonst dazu. So dass wir am Ende ein Eigenkapital haben von 11,8 Milliarden Hongkong-Dollar und das wiederum ist dann ja fast das Doppelte vom aktuellen Börsenwert. Und damit ist die Aktie von China Dongxiang natürlich unterbewertet. Man sollte das alles jetzt gar nicht mal so sehr von Alibaba und von der Ant Group abhängig machen. Und es wäre natürlich auch schön, wenn auch das operative Geschäft jetzt irgendwann mal den Turnaround schaffen würde. Ich hoffe, das passiert auch irgendwann mal. Aber mit Blick auf die Bilanz kriegt man die Aktie natürlich nachgeworfen. Es ist auch ein kleinerer Wert, muss man auch einschränkend sagen. Ein Wert, der nicht viel Beachtung bekommt. Das kann unter Umständen auch so bleiben. Und gerade an deutschen Börsen ist es auch eine sehr marktenge Aktie. Das heißt, wenn man die Aktie nicht in Hongkong handeln will, sondern hier in einer deutschen Börse, dann kann man das wirklich nur immer mit limitierten Orders auch machen. Aber im Prinzip würde ich sagen, eine spannende Geschichte. Und auch ein schönes Beispiel für Unterbewertungen, die man in den Emerging Markets eben manchmal noch findet und an den Börsen der westlichen Länder aber eher weniger. Und wir bleiben in den Emerging Markets. Nächste Woche geht es hier auf dem Kanal um die Aktie eines Internetsuchdienstbetreibers aus Russland. Der ist mit seiner Suchmaschine da der Marktführer und er greift jetzt gleichzeitig schwer an im Taxigeschäft und mit einer Beförderungsplattform. Es ist also sozusagen Google und Uber in einem. Also nicht verpassen das nächste Video. Am besten, wie gesagt, anmelden bei Zukunftsmärkte mit Benachrichtigungsglocke, damit Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Ansonsten, ich freue mich auf Ihre Kommentare. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen. Alles Gute Ihnen und danke fürs Zuschauen.